sehr geehrte Damen und Herren, es freut mich natürlich sehr, dass ich heute in der Funktion als Projektleiterin des IAÖB und Geschäftsstellenleiterin des IAÖB Interessensgemeinschaft für Abschlüsse in öffentlicher Beschaffung hier sein darf und Ihnen ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen darf. Ich möchte einen kurzen Rückblick geben. Wie ist das überhaupt alles zustande gekommen? Warum war das Thema plötzlich auf dem Tisch oder besser gesagt wieder auf dem Tisch? Wie sieht diese Struktur aus von diesem eidgenössischen Fachausweis? Ist es eine Ausbildung oder wie verbindet sich das mit einer Ausbildung? Das werde ich Ihnen genauer erläutern. Und selbstverständlich interessieren Sie sich sicher für die nächsten Meilensteine. Wann ist es soweit? Wie sieht es aus? Was gibt es noch zu tun? Und ebenfalls stehe ich natürlich für Fragen zur Verfügung. Es ist nicht etwa, dass das Thema vom Mars wäre wegen dem grünen Männchen, aber die Symbolik, es war ab und zu wirklich ein Balanceakt, ein Seil ziehen oder man musste schauen, dass man überhaupt auf den richtigen Weg kam. Was ich Ihnen jetzt zeige, das kennen Sie nur zu gut. Es ist eine uralte Grafik. Es werden Milliarden ausgegeben für öffentliche Beschaffungen. Überall sieht man in den Medien bessere oder auch weniger bessere oder weniger gute oder nicht so glückliche Berichte über die öffentliche Beschaffung. Es ist in aller Munde, der politische Druck hat in den letzten Jahren massiv zugenommen. Das spürt natürlich jeder, insbesondere auch intern, die Leute, die öffentliche Beschaffungen durchführen. Die Unsicherheit, die stieg ständig an. Haben wir jetzt alles richtig gemacht? Ist es gesetzeskonform? Gibt es eine Ausbildung? Wo lernen wir das Handwerk der öffentlichen Beschaffung? Parallel dazu ist das Gesetz über die öffentliche Beschaffung in Revision. Es ist auch dort sehr viel Publicity. Es soll harmonisiert werden, es soll einfacher werden. Dieses alles zusammen hat uns den Anstoß gegeben, wir müssen die öffentliche Beschaffung ein bisschen professionalisieren. Das soll nicht heißen, dass was jetzt abläuft und die Leute, die öffentliche Beschaffung durchführen, dies nicht korrekt und sauber machen, sondern es soll mehr ein Standard werden, der vielleicht schweizweit angeschaut werden kann, nachdem man sich richten kann. 2014 hat dann die Beschaffungskonferenz das grüne Licht gegeben, diesen Weg zu beschreiten. Also das Beschaffungsgesetz ist aus dem 1996. Ausbildungen intern an verschiedenen Orten, auch beim Bund, gibt es etwa seit 10 Jahren. Und jetzt, jedenfalls 20 Jahre später, ist wirklich der Weg bereit, dieses Thema professionell anzugehen. Es war nicht so einfach, da komme ich nachher nochmals darauf zurück, bis wir dann diesen Verein gründen konnten aus am Anfang 9 verschiedenen Organisationen aus der öffentlichen Hand, das heißt Bund, Kantone und aber auch einzelne Private, die sich dann angeschlossen haben. Es schien alles bereit und der Weg geebnet für diesen eidgenössischen Fachausweis. Eidgenössischer Fachausweis, viele von Ihnen kennen das vielleicht aus eigener Erfahrung, vielleicht haben Sie ebenfalls eine solche berufspraktische Weiterbildung genossen. Wo positioniert sich das Ganze? Das schweizerische Bildungssystem ist sehr durchlässig, also es führen viele Wege nach Rom. Sie sehen auch hier die vielen Pfeile, es gibt nach der obligatorischen Grundbildung sehr viele Wege in den blauen Bereich zu kommen, in den Tertiärbereich. Einige von Ihnen kennen vielleicht eher die rechte Seite, haben den Weg über die Hochschulen gewählt. Andere kamen wirklich von der Berufspraxis von unten, haben Berufsprüfungen oder höhere Fachprüfungen genossen oder können es noch. Unser Ziel ist eigentlich die Angliederung an die höhere Berufsbildung mit diesem eidgenössischen Fachausweis, mit einer eidgenössischen Berufsprüfung. Dorthin wollen wir. Das ist ein schweizweit einmaliges System. Also es gibt sehr viele solche höhere Berufsabschlüsse und es ist ein eidgenössisch anerkannter Abschluss im Vergleich zu verschiedenen Kursen oder Ausbildungen, die man irgendwo genießen kann. Kurze Zusammenfassung. Nach dem Beschluss der Beschaffungskonferenz des Bundes mussten wir uns auch mit dem SBFI
wie soll ich sagen, finden. Das SBFI hat die Aufgabe zu schauen, ist ein solcher Abschluss von öffentlichem Interesse, ist es nicht etwas Firmen- oder Branchenspezifisches, das nur ein kleines Gebiet abdeckt. Und dies alles mussten wir Ihnen darlegen, damit wir überhaupt grünes Licht bekamen, weiterzuarbeiten. Erst dann konnte dann dieser Verein gegründet werden. Wir wollten diesen Verein auch gründen, weil es auf keinen Fall etwas Bundesgesteuertes sein soll. Das darf ich jetzt sagen. Ich habe zwei Hüte, gewisse Personen von Ihnen kennen mich. Ich arbeite auch noch beim Bundesamt für Bauten und Logistik in der Aus- und Weiterbildung, bin aber heute, und das möchte ich betonen, als Vertreterin des Vereins IAÖB hier und vertrete deswegen die Sicht aller Mitglieder des Vereins. Es war uns wichtig, dass man im Hinblick auch auf diese Revision des Beschaffungsgesetzes die Interessen des Bundes und der Kantone und der Gemeinden berücksichtigt. Wir wollten einen Fachausweis für alle, unter Umständen auch für private Unternehmen, die vielleicht für ihre Mitglieder oder für ihre Stellen, die Ausschreibungen begleiten, ein bisschen hinter die Kulissen schauen möchten. Deswegen breit abgestützt und nicht eine schmalspurige Ausbildung, die nur für eine Organisation gilt. Danach ging es Schlag auf Schlag. Zuerst in Arbeitsgruppen hat man die Handlungskompetenzen definiert. Was muss so eine Person mitbringen? Was muss sie für Fähigkeiten haben, damit sie diese Qualifikation erfüllt? Es wurde, wie gesagt, Berufsbild und Qualifikationsprofil erstellt. Später in der Organisation, wenn alles abgesegnet ist, ist es eigentlich die Qualitätssicherungskommission, die diese Aufgaben erfüllt. Deswegen hat der Verein diese Qualitätssicherungskommission ernannt, die dann von dann weitergearbeitet hat. Darin sitzen 10 Personen aus allen möglichen Organisationen, von Bund, von Kantonen, von Gemeinden, von großen öffentlich-rechtlichen Organisationen. Möglichst ein breites Spektrum muss abgedeckt sein. Die Unterlagen wurden regelmäßig den Vereinsmitgliedern intern in die Vernehmlassung geschickt. Wir wollten möglichst viele Leute einbeziehen, möglichst keine Fehler machen auf dem Weg, nicht blinde Flecken haben oder gewisse wichtige Teile einfach außer Acht lassen. Zwischendurch gab es auch Prüfungen des SBFI. Sie haben strenge Richtlinien gestellt und wir mussten diese Meilensteine erreichen. Durch diese Zwischenprüfungen kamen wir bis jetzt mit Bravour. Die Qualitätssicherungskommission ist fleißig am Arbeiten. Es musste auch die Struktur dieser Prüfungsordnung, die Grundlage des eidgenössischen Fachausweises, erstellt werden und eine entsprechende Wegleitung dazu. Unterdessen, und hier stehen wir heute, konnten wir alle Unterlagen beim SBFI einreichen. Und ich weiß noch nicht, wie es rauskommt. Es ist im Moment in der Prüfung beim Rechtsdienst, beim SBFI. Und wir werden wahrscheinlich in den nächsten Monaten eine Rückmeldung erhalten. Hoffentlich ist nicht allzu viel anzupassen. So viel bis heute. Es gibt verschiedene Möglichkeiten eines eidgenössischen Abschlusses. Es gibt eine standardisierte Lösung, das ist beispielsweise ein Kurs, man besucht diesen Kurs von A bis Z, absolviert am Schluss eine Prüfung und hat einen eidgenössischen Abschluss. Oder es gibt die Möglichkeit, modular verschiedene themenspezifische Blöcke zu besuchen und am Schluss sich anzumelden an diese Prüfung, was Voraussetzung ist, dass man diese Module besucht hat und dann eine summarische Schlussprüfung, eigentlich nur noch Nachweis, dass man die Kompetenzen, die man in den Modulen erworben hat, auch anwenden kann. Das sind die zwei verschiedenen Arten. Wir haben lange diskutiert, was macht mehr Sinn und da doch die Beschaffungsfamilie, sage ich mal, sehr unterschiedlich strukturiert ist, bei großen Beschaffungsstellen, jetzt bei uns beim Bund, also bei anderer Rolle bei uns beim Bund, ist es sehr groß organisiert. Ich könnte mir aber vorstellen, in kleineren Gemeinden oder kleinen Kantonen ist das noch so ein Nebengeschäft.
Deswegen wollten wir das Ganze nicht überladen. Es soll für alle entsprechend möglich sein, Kompetenzen zu erlangen. Und das wäre möglich, indem man teilweise vielleicht nur einzelne Module besucht. Man kann dann keinen eidgenössischen Fachausweis erlangen, aber man hat Kompetenzen, man hat Know-how, man weiß, wie es geht. Wir haben uns dafür entschieden und das Modell sieht im Moment so aus. Es sollen 7 Module sein, 5 davon Basismodule, 2 Module Aufbaumodule. Von den Inhalten her sollten diese entsprechend dem Beschaffungsprozess strukturiert sein. Es beginnt mit Grundlagen, Compliance, so den wichtigsten beschaffungsspezifischen Inhalten. Natürlich ein wichtiger Punkt, die Projektplanung und die Verfahrenswahl, dann das Ganze um die Ausschreibungsunterlagen und die Veranlassung dieser entsprechenden Beschaffung, das ganze Thema dann der Angebotseröffnung, Evaluation etc. Selbstverständlich ist auch Kommunikation und Debriefing ein wichtiger Punkt. Und dann deswegen Modul 6 und 7 etwas vom Thema außerhalb dieses ordentlichen Prozesses, Vertragsclaim und Claim-Management, die operative Beschaffungsabwicklung eigentlich als nachgelagertes Modul und 7 strategisches Beschaffungsmanagement, auch ein Randgebiet, aber wichtig, insbesondere für größere Beschaffungsorganisationen, dass man eigentlich vor das Modul 1 setzen könnte, wenn man den Beschaffungsprozess als Kreis anschaut. Zuerst noch die Lektionen, es interessiert Sie wahrscheinlich, wie soll dann die Ausbildung ausschauen für diese Module? Vielleicht hier noch zum Klären, der Verein wird nicht Ausbildungen anbieten. Der Verein und die Trägerschaft ist zuständig für diese eidgenössische Prüfung. Das ist vielleicht noch das Spezielle an der höheren Berufsbildung. Dort ist die Ausbildung getrennt von der Prüfung. Bei universitären Weiterbildungen oder sonstigen Lehrgängen, die Sie vielleicht kennen, gehört die Ausbildung zum ganzen Paket dazu. Theoretisch wäre es möglich, wenn Sie nachweisen können, dass Sie über diese Kompetenzen verfügen, reicht es, wenn Sie diese Modulabschlüsse absolvieren. Sie brauchen keinen Unterricht zu besuchen und können mit diesen Modulabschlüssen nachher die Zulassung zur Prüfung erreichen. Also es ist getrennt. Das ist noch speziell. Deswegen sind diese Lektionen Richtlektionen. Es liegt in der Hand der Bildungsanbieter, die es dann hoffentlich geben wird, diese Lektionen zu planen oder diese Inhalte der einzelnen Module im ungefähren Rahmen umzusetzen. Das kann Präsenzunterricht sein, das kann E-Learning sein. Die Art und Weise, wie das vermittelt wird, wird nicht vorgegeben. Man definiert lediglich die Kompetenzen. Genau. Das Ganze, 7 Module für einen eidgenössischen Fachausweis, fanden wir sehr umfangreich. Insbesondere kleinere Beschaffungsorganisationen fanden das fast eine Bürde. Man hat sich geeinigt und gesagt, die Basismodule, die sind Pflicht. Und dann soll je nachdem Modul 6 oder 7 noch gewählt werden können. Also von 7 Modulen müssen 6 absolviert werden, zumindest der Modulabschluss, um an die eidgenössische Prüfung zugelassen zu werden. Ob das Modul 6 ist für jemand, der vielleicht wirklich im Vertrags- und Claim-Management sich vertiefen möchte oder ob es jemand ist, der vielleicht eher beim strategischen Beschaffungsmanagement seine Stärke sieht, das ist freigestellt. Selbstverständlich kann man auch alle 7 Module absolvieren. Genau, so wird es aussehen, entweder 1 bis 6 oder 1 bis 5 und 7. Wie Sie vielleicht gehört haben, gibt es verschiedene Institutionen, die bereits heute Ausbildungen anbieten. Unter anderem ist das auch die Uni Bern, das IWI, mit dem CAS ICT-Beschaffungen. Die haben bereits Teile des Modul 1 oder allenfalls Modul 5 absolviert. Auch der Bund hat solche Ausbildungen. Man ist jetzt daran zu schauen, ob man diese bisher erbrachten Leistungen auch anerkennen wird.
Ich gehe davon aus, dass dem so sein wird, weil in der heutigen Zeit, Validation des Acquis, muss man schauen, wie können diese vielen, an vielen verschiedenen Orten erworbenen Kompetenzen angerechnet werden. Und ich kann Ihnen versichern, wir werden da eine Lösung finden. Also es ist noch nicht fix, aber ich gehe davon aus, dass diejenigen, die bereits solche Ausbildungen genossen haben, diese Prüfungen absolviert und auch bestanden haben, dass diesen Leuten auch diese Module anerkannt werden wird. Genau, wir stehen heute hier. Der nächste Schritt wird die Akkreditierung der Anbieter sein. Wie vorhin erwähnt, der Verein regelt die Standards und die Bildungsanbieter, freie Marktwirtschaft, kann solche Vorbereitungskurse anbieten. Wir gehen davon aus, dass es einige geben wird, vielleicht bisherige und hoffentlich auch noch neue Organisationen, die sich die Ärmel hochkrempeln und sagen, jawohl, wir haben Interesse, wir haben vielleicht Beziehungen, eine gewisse fachliche Nähe zur öffentlichen Beschaffung, wir möchten solche Vorbereitungskurse anbieten. Damit nicht jeder das einfach so macht und die Qualität nachher nicht stimmt, wird es ein Akkreditierungsverfahren geben. Das wird die Trägerschaft, insbesondere die Qualitätssicherungskommission, in Angriff nehmen. Soweit sind wir noch nicht, aber das wird kommen. Diese Verfahren werden dann stattfinden und parallel dazu rechnen wir auch damit, dass das SBFI uns die Prüfungsordnung, ich sage jetzt mal, im ersten Quartal 2019 anerkennen wird und wir die Inkraftsetzung erhalten. Ein wichtiger Punkt, Roundtable-Anbieter. Ich erzähle Ihnen jetzt heute, was wir alles machen und vielleicht hat es einige unter Ihnen, die denken, ich habe eine Bildungsinstitution, das wäre etwas. Ja, was muss ich da machen? Wie sieht das aus? Wie ist der Markt? Welche Bedingungen müssen wir erfüllen? Deswegen möchten wir, ich sage mal, im Winter zwischen Dezember und Februar einen Roundtable organisieren und möglichst viele Bildungsinstitutionen oder interessierte Kreise einladen, um ihnen zu erzählen, wie das vonstatten geht, was die Voranforderungen sind und man sich auch ein bisschen austauschen kann. Ziel wäre nämlich, dass ab 2020 plus minus die ersten vorbereitenden Kurse gemäß diesen Modulvorgaben angeboten werden können. Natürlich müssen wir dann auch das Prüfungssekretariat noch ausschreiben. Für die erste eidgenössische Berufsprüfung wird es sehr viel administrativen Aufwand geben. Das muss irgendwo erledigt werden. Der Verein wird das nicht selber bewältigen können. Deswegen suchen wir auch dort eine geeignete Partnerschaft. Und dann geht es so weiter und weiter. An diesem Roundtable möchten wir wirklich das Verfahren. Wir hoffen, im Moment kann ich noch nichts darüber sagen, wir hoffen, es ist nicht allzu kompliziert. Was muss man erfüllen, liefern, Bildungspläne, Formulierungen, keine Ahnung. Wie viel kostet das Ganze und wann werden diese ersten Akkreditierungen sein? Da gehe ich auch davon aus, dass das im 2019 sein wird. Das Prüfungssekretariat, wie ebenfalls erwähnt, werden wir ungefähr ein Jahr vor der ersten Berufsprüfung ausschreiben, damit wir genügend Zeit haben. Und dann werden die mit Ausschreibung und allem auch etwa 9 Monate vor der ersten Prüfungsdurchführung ihre Arbeit in Angriff nehmen. Ja, so viel zum eidgenössischen Fachausweis. Es ist noch vieles im Ungewissen und trotzdem sind wir ziemlich zielstrebig auf der Zielgeraden. Wenn Sie mehr wissen möchten, wir haben eine Website, die immer aktualisiert wird. Sie erreichen uns unter www.öffentlichebeschaffung.ch oder www.iaoeb.ch, wer sich das besser merken kann. Es ist in allen 3 Sprachen. Zur Verfügung. Es werden jetzt nach und nach offizielle Dokumente auch abgeloadet und Sie können auch ein Newsletter abonnieren, da werden Sie automatisch informiert, wenn es News gibt oder wenn neue Dokumente aufgeschaltet werden. Und wem das nicht reicht,
dürfen Sie mich jederzeit auch gerne persönlich kontaktieren. Manchmal gibt es Fragen, die nirgends Platz haben. Einfach anrufen oder eine Mail schreiben. Ich bin gerne da, um Fragen zu beantworten. Jetzt natürlich auch noch. Vielen Dank. Vielen Dank, Godin.